Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar, wie ihr am geschicktesten die Mods in eine vernünftige Funktion bringt, dass ihr nicht immer Probleme habt mit den Versionen. So, wir gehen zuerst über natürlich Dokumente, MyGames, Farming Simulator 2019 und Mods. So, dann sind wir hier in meinem Mod-Ordner. Und wie ihr seht, ich habe hier schon diverse Ordner angelegt, alles mit den verschiedenen Projekten. Zum Beispiel die XL-Farm ist hier noch drin, die Challenge, die Ammergauer Alpenmap vom Guten Morgen Livestream. Dann habe ich hier noch eine Modliste vom NF Marsch, die brauchen wir aber heute nicht. Dann habe ich hier noch den Server vom Jägermeister, die Mods, die fürs RP-Projekt da sind, den Abo-Server und dann habe ich hier noch verschiedene andere Ordner. Unter anderem auch hier ein Save-Mod-Ordner, in dem sind alle Mods drin, die ich jemals hatte. Also einfach eine Sicherheitskopie. So, wir sind jetzt hier drin und haben hier die Mods geladen von der Ammergauer Alpenmap. Wie ihr seht, diese Mods, Ackerschacht, Automatik Unload, findet ihr hier auch. So, jetzt will ich zum Beispiel auf dem Abo-Server spielen, dann markiere ich mir die hier alle und schiebt die einfach in den Server oder in den Ordner, wo sie herkommen. Das ist der Ammergauer Alpenmap Ordner. Dateien im Ziel ersetzen, dann sind die weg. Der Mod-Ordner ist leer. Wenn wir jetzt starten, sind keine Server da. Keine Mods da. So, ich hatte gesagt, ich will den Abo-Server, die Mods, die dort sind. Dann habe ich nochmal einen neuen Ordner, den brauche ich eigentlich nicht mehr. Den mache ich gerade mal weg. So, hier haben wir jetzt alle möglichen Mods, unter anderem eben auch die Schwarzingen und was wir so brauchen. Die markiere ich alle, Rechtsklick, kopieren. So, dann gehen wir wieder eins nach oben zu dem Mod-Ordner. Dann füge ich die hier ein. Dauert immer ein bisschen, je nachdem wie viele Mods das eben sind. Jetzt kann ich an dieser Stelle den LS19 starten und dann haben wir einfach alle Mods, die wir brauchen von diesem Projekt hier gesammelt schon drin. Die Versionen sind die, die auf dem Server sind und wir haben kein Problem. So, wenn ich jetzt damit fertig bin und wieder woanders spielen will, machen wir das gleiche wieder. Wir nehmen die alle, ziehen die in den Server, wo sie herkommen. Das ist der Abo-Server. Machen wieder Dateien im Ziel ersetzen. Fertig. So ist eigentlich immer sichergestellt, dass in diesem Ordner die richtigen Versionen drin sind. Weil es könnte sein, ich update einen Mod, wenn ich die Mods hier drin habe. Und dann, wenn ich die jetzt hier rauslösche und nicht verschiebe, dann könnte es sein, hier im Abo-Server ist noch die alte Version drin. Deshalb schiebt die immer wieder zurück in den Ordner, wo sie herkommen. Das ist am einfachsten. So, jetzt nächste Woche spiele ich, oder ich spiele später als Beispiel auf der Challenge. Dann nehme ich einfach hier alle Mods. Da ist alles drin. In Hans Wegel, Zweisternhof, Less Leveling, der Ursus, Timberhaus, Typhoon. Alles drin, was wir brauchen. Rechtsklick, kopieren. Ich mache es jetzt einfach nochmal, damit ihr einfach seht, wie es funktioniert. Rechtsklick, einfügen. Ihr könnt natürlich auch über die Shortcuts, Steuerung V, Steuerung A und Steuerung C, könnt ihr das auch alles machen. Zum Beispiel hier, alle markieren. Und dann schiebt man die zurück in die Challenge. Dateien ersetzen. So, das ist schon das ganze Hexenwerk. Macht euch am besten verschiedene Ordner zu den verschiedenen Projekten, auf denen ihr spielt. Dann habt ihr alle Mods da drin, zum Beispiel hier nochmal den Abo-Server, kopiert die, geht zurück in euren normalen Standard-Mod-Ordner, fügt die da ein und dann könnt ihr auf dem Abo-Server ganz einfach spielen, weil ihr habt zum Beispiel alle Mods drin. So einfach ist es, guckt einfach, dass ihr euch hier die ganzen Projekte anlegt. Macht auch gerne noch einen Save-Mod-Ordner, in dem ihr alle Mods reinschreibt, die ihr auf dem PC habt.
Das braucht zwar ein bisschen mehr Speicherplatz, aber es ist eine gute Struktur, dass ihr da nicht durcheinander kommt, welche Mods brauche ich jetzt für welchen Server oder für welches Projekt. So, und das war's schon. Das ist nur ein ganz kurzes Tutorial, wie einfach das geht. So, ich wünsche euch damit viel Spaß. Ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst es gerne mal unten in den Kommentaren da. Und ja, vielleicht sieht man sich bei dem einen oder anderen Projekt dann demnächst. Bis dahin, macht's gut. Ciao.